Bevor ich jetzt in der Questreihe fortschreite und weiter nach spannenden Spielzeugen suche, wollte ich doch gucken, ob ich vielleicht hier dem Fortschritt der Bauressourcen hier noch ein bisschen unter die Arme greifen kann. Und dachte, ich suche mal nach weiteren Häuschen und Inuit. Hab mich dann einfach mal in den Wald gewagt und eigentlich erwartet, dass irgendwann wahrscheinlich irgendeine Schranke kommt und man nicht weiterkommt. Aber wie ihr seht, ich habe hier diesen Bereich eigentlich schon ziemlich gut aufgedeckt und viele, viele spannende Sachen entdeckt, die ich aber natürlich noch nicht angerührt habe. Das mache ich dann mit euch zusammen. Und ja, eigentlich gar nichts Questtechnisches, sondern tatsächlich um diese Fabrik aufzubauen. Und das wird aber noch ordentlich dauern, aber jetzt, da wir alle aufgedeckt haben, geht es wahrscheinlich doch dann recht flott. Denn wir haben jetzt hier einen fleißigen Inuit hier unten. Da können wir uns noch einen aufbauen. Finde ich auch ganz nett, dass man nicht einfach nur die Pavillons immer aufdecken muss und oh ja, schön, wir haben einen Inuit, sondern hier muss man tatsächlich auch selber bauen. Mit Ziegel und Bretter. Habe ich mir schon bereitgelegt und das machen wir gleich mal. Dann können wir nämlich auch den hier schon zur Arbeit schicken. Und auch hier oben gibt es noch eins, das man aufbauen kann. Und der kann jetzt auch schön fleißig sein. Dann habe ich entdeckt, es gibt hier natürlich, wie wir hier gesehen haben, die Katze. Dann hier irgendein Schneehaufen. Ein Eisschloss soll das mal werden. Klicken wir mal an, da brauchen wir auch unsere Eimer. Eigentlich eher ein Schneeschloss, oder? Wenn man es genau nimmt. Dann, wo haben wir noch was? Hier ist noch was Kleines. Wieder eine Schneekatze. Okay, ich habe gedacht, die sind jetzt ein bisschen einfallsreicher und machen überall irgendwas anderes hin. Was ich übrigens schön finde, also hier ein bisschen eng, aber so generell, was ich ganz nett finde, ist, dass da überall so ein Bänkle steht, wo man nachher dann quasi sich hinsetzen könnte und es einfach gemütlich genießen. Dann gibt es hier nochmal ein Eisschloss oder vielleicht eher, ja, also ein bisschen andersartiges. Das haben wir hier. Also eigentlich ist es hier so ein reiner Dekogarten. Da haben wir nochmal eins. Ein Eisschloss. Das ist wieder genau so eins. Und da haben wir noch mehr. Da ist noch eine Katze. Und muss man genau gucken. Da ist noch eine Katze. Müssen wir noch ein paar Eimer ordern. Ich weiß gar nicht mehr, hatten wir das nicht irgendwo, wie viele Katzen? Und wir hatten uns das dann ausgerechnet. Aber wir hatten nicht mit Eisschlössern gerechnet. Wir haben nur für die Katzen Eimer hergekarrt. Ne? Aber egal, sei es drum. Ich weiß gar nicht mehr, wo hatten wir denn das her? Wie viele wir da brauchen insgesamt? Das gibt's doch hier nicht als Ziel. Hier habe ich jetzt auch schon das erste Päckchen mit 20. Das zweite Päckchen, also wenn man hier 50 schafft. Also sie haben es schon wieder runtergesetzt. Sie hatten ja mal zwischendurch das etwas enger gestaffelt. Vielleicht, dass man mehr Zeug bekommt, aber jetzt ist es wieder 20, 50... 70 und 100%. Also hier gibt es hier tatsächlich auch diese Burgen als Belohnung, als Deko. Dann kriegt man nochmal einen Weihnachtsbaum, wenn man es zu 70% leer räumt. Und ganz am Schluss bekommt man sogar hier noch ein Weihnachtsmarktkarussell und so eine. Wobei die Katze finde ich jetzt nicht so schick, also auf die kann ich getrost verzichten. Hier kriegt man nochmal ein Ausbauteil für dieses Karussell.
Lagerteil da. Beziehungsweise, dass man alle Karussells in einem Bauwerk hat, sozusagen. Aber das werden wir natürlich nicht schaffen. Habe ich auch gar nicht die Ambition. Ich bin tatsächlich sogar schon mal sehr stolz. Ich habe nämlich auch viele Büsche weggemacht, die gar nicht nötig waren, um irgendwo hinzukommen, sondern einfach nur, um noch ein paar Wölkchen wegzukriegen. Denn, also zum Beispiel so wie hier, da könnten wir auch noch ein paar Wölkchen wegkriegen. Weil dann ja immer noch mal so ein Weihnachtself oder ein Weihnachtsmann rausspringt, der dann ein Paket liegen lässt. Das ist ganz praktisch. Was wir natürlich auch noch haben, ist hier so ein Hirsch. Den können wir auch noch anzünden, erhellen. Hier unten haben wir auch noch einen. Oh, dann haben wir insgesamt schon 3. Habe ich noch einen? Ich habe dann eben auch noch überall gesucht nach weiteren. Aber ich schätze mal, dass die anderen 3, es gibt ja hier noch diese andere Etage, hier geht eine Treppe hoch, dass die vielleicht alle 3 hier oben sind, weil hier habe ich jetzt keinen mehr gefunden. Da könnten natürlich dann auch irgendwie noch Katzen sein. Und dann liegt hier ganz umgestürzt leider, irgendjemand hat ihn umgeworfen, vielleicht sogar die Katze. Ein Weihnachtsbaum, ein festlicher Weihnachtsbaum. Stelle ihn auf, um den Bereich zu schmücken. Mit 10 Energie. Machen wir gerne. Hüpft auch gleich was raus. Wieso steht denn der jetzt so weit links? Hat das irgendeinen tieferen Sinn? Vielleicht irgendwo. Also hier ist jetzt so viel Platz. Ich hätte den hier mittig hingestellt. Ja, okay, ich kann natürlich hier alles wegräumen, dann steht er auch frei. Aber, irgendwie ein bisschen eigenartig. Und dann ist mir noch aufgefallen, hier gibt es so komische quadratische Büsche. Auch bei denen steht schneebedeckter Busch, schneide ihn, um den Bereich zu schmücken. Oh, da brauchen wir Sägen. Und wir haben viele Büsche. 1, 2, 3, 4... 5, 6. Bis jetzt 6, aber da gibt es bestimmt noch mehr und ich habe mich bestimmt verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oder? Aber da sind da oben wahrscheinlich dann auch noch welche. Also könnten wir uns einige Sägeblätter noch herholen. Hier, was haben wir noch? Ich hatte doch gerade noch was. Ja, hier so ein Kistchen. Können wir auch noch mitnehmen. Das ist aber das Einzige, was ich jetzt hier irgendwo entdeckt habe. Mehr bis jetzt nicht. Dann holen wir uns jetzt mal Sägeblätter, gucken, was passiert, wenn wir das... Aber das, die werden dann wahrscheinlich irgendwie zurechtgestutzt. Keine Ahnung. Vielleicht auch zu irgendeinem Tier. Und dann noch ein paar Eimer. Machen wir auch noch. Hat sich hier irgendwie was verändert an diesem... Brett? Nö, die Mausdame wird immer noch gesucht. Ich weiß nicht, ob es die vielleicht hier auch noch dann gibt. Vielleicht auch eher hier im Wald. So als, wenn man sie gefunden hat, kriegt man auch nochmal extra irgendwas Tolles. Keine Ahnung. Jo, haben wir noch was, was ich euch zeigen wollte? Nö, wir holen jetzt erstmal noch Eimer und Sägeblätter. Ich hoffe, ich habe genug, aber Sägeblätter müsste ich eigentlich ganz viele haben. Und Eimer habe ich auch bekommen von meiner lieben Sonja. Genau. Jetzt gucken wir mal. Jetzt laden wir mal den Schotter ab, den ich hier schon drauf habe. Habe ich da noch irgendwas? Ja. Das können wir abladen. Dann gucken wir mal ins Lager. Und wir nehmen mit Eimer. Doch, nehmen wir mal 10. Ich weiß nicht, wie viel da noch kommen. Und dann brauchten wir noch Sägeblätter. Oh, da haben wir ja auch genug. Nehmen wir einfach mal 20, 30, 40, keine Ahnung mit. Und gucken, wie viel wir brauchen. So. Machen wir erstmal die Büsche, hm? Stützen sie. So. Ach, das wird dann hier. Guck mal, so ein Füchsle, da sieht man es ja schon. Muss man fast hier noch ein bisschen was wegmachen, damit man den besser sieht. Sonst sieht man die Deko gar nicht richtig. Am besten sieht man es natürlich, wenn man es komplett wegräumt. Sie werden das alles Füchschen. Sieht so aus. Aber es hüpft auch Energie raus. Das ist natürlich immer gut. Und ich habe auch schon festgestellt, man kriegt wieder richtig schön Erfahrungspunkte, denn
Ich glaube, so fast alles ist jetzt nur aus diesem Event. Ich hatte da ziemlich frisch Level Up, hatte vielleicht bis hierhin, ich weiß es nicht so genau. Könnt ihr ja mal genau gucken im Video. Oder ich auch. Also, das lohnt sich wieder, schon da teilzunehmen. Jetzt gucken wir mal, was aus dem Grünen wird. Ein Hirsch. Ein Hirsch. So, dann haben wir hier noch einen Grünen. Ich finde es ja gut, dass das jetzt nicht so ist, dass man da einfach nur wieder... Was? Ach, hier gibt es wieder Aufgaben. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte, das wäre der Fortschritt für die Fabrik. Hier kommen 10-mal Armaturen. Danke. Dann gucken wir uns doch die Aufgaben an. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe gedacht, das wäre jetzt tatsächlich nur... Oh, es gibt noch einen zweiten Weihnachtsbaum. Bestimmt oben auf der zweiten Ebene. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie nur die Übersicht. Ja, gut. Ja, dann sehen wir ja, was wir noch alles machen müssen. Hänge Lichterketten an dekorative Bäume. Und ein Weihnachtsspielzeug haben wir hier jetzt noch nirgends gesehen. Das kommt wahrscheinlich noch. Festkarusselle auch nicht. Aber ein Weihnachtsbaum haben wir hingestellt. Eisschlösser brauchen wir noch ein paar. 2 Stück. Und wir brauchen noch eine Schneekatze. Und die ist da. Bauen. Und wir bekommen Kerosin. Dankeschön. Ach, das ist ja hier ein Bär. Guckt mal, das ist ein Bär geworden. Kein Hirsch. Ein Bär. Ein Hirsch. Ich habe gar nicht hingeguckt. Ich habe einfach schon weitergeguckt, wo das nächste ist. Okidoki. Dann wären wir eigentlich hier mal durch. Ich denke, hier oben ist dasselbe in Grün, halt noch weitere Dinge, die hier dazugerechnet werden und der Rest kommt dann später vielleicht noch auf einer anderen Map. Da sehen wir dann, weil das hier ja eher so eine Farm-Map ist, sage ich jetzt mal. Auch für... Damit hier Fortschritt ist. Und ja, halt diese Aufgaben hier abhaken, ne? Aber so wie ich das jetzt einschätze... der Superpreis ist eine Geschenk-Multibox. Die Box an sich ist schon hübsch. Das ist wieder so eine Box, die man dann vielleicht gar nicht so gerne bis zum Schluss aufmacht. Mal gucken. Also eigentlich haben wir schon ziemlich viel erledigt. Ja klar, das hier nicht. Aber wir haben ja 3 Wochen. Läuft dieses Event und ich denke mal, jede Woche kommt nochmal ein extra Gebiet dazu. Was dann auch dazu zählt. Also ich meine jetzt hier auf der Karte. Kommt wahrscheinlich. Das ist sowieso so abseits. Von dem her gehe ich davon aus, dass es noch 1, 2 Gebiete hier geben wird. Deswegen haben die das hier so weit links hingesetzt. Damit da noch 2 andere auch Platz haben. Ja gut, dann werde ich hier fleißig natürlich diese Dinger hier produzieren. Gucken, was hier oben noch ist. Das zeige ich euch dann natürlich auch, was ich da gefunden habe. Und ob ich alles gefunden habe. Aber ich denke mal, wir haben hier unten auch schon richtig gute Arbeit geleistet. Kann natürlich sein, dass es oben dann auch nochmal hier so Arbeiter hat. Mal schauen, ob ich da auch, so wie beim letzten Mal, das geht hier bestimmt auch, dass man die ganzen Häuschen hochstellt, damit man nicht immer... Okay, das geht nicht. Das ist Häuschen, ne? Damit man dann nicht immer auf der Map suchen muss. Beim Einsammeln. Also das könnte man noch machen, dass man die dann einfach hier so platziert. Dass man hier noch ein paar Büsche wegmacht, dann können die alle schön nebeneinander stehen. Und dann kann man immer so durchklicken, wenn man die Sachen abholt und muss nicht auf der ganzen Map gucken. Nachher muss man natürlich, wenn die Häuser kann man ja nicht versetzen. Die muss man ja dann sowieso anklicken, damit die da wieder arbeiten. Ja, schön. Das Event gefällt mir irgendwie bis jetzt sehr gut. Bin gespannt. Also ich könnte mir vorstellen, dass die nächsten Maps vielleicht noch ein bisschen happiger werden, aber wenn ich einen Part ganz gut geschafft habe, dann bin ich auch schon ganz glücklich, aber auch neugierig,
was noch kommen mag. Und jetzt hat es mich doch noch so in den Fingern gejuckt, die obere Ebene doch noch abzuräumen, bevor wir mit der Geschichte anfangen oder weitermachen. Und deswegen, ja, habe ich da auch noch ein bisschen freigeräumt, wie ihr seht. Und auch hier gibt es wieder jede Menge zu tun. Auffällig ist, dass hier lauter solche kleinen Kisten mit Lichterketten herumstehen. Und hier sind auch endlich unsere, hier guckt mal, da ist das Weihnachtsspielzeug, wo ich vermutet habe, dass das vielleicht sogar auf einer anderen Location ist. Nein, es ist tatsächlich hier. Es ist hier, das Spielzeug, Kruschtzeug und auch die Karusselle sind hier. Die laufen nur nicht. Wahrscheinlich sollen die laufen. Aha. Die müssen auch mit einer Lichterkette geschmückt werden. Auch sind hier noch Häuschen. Wir können also noch mehr ranklotzen. Die bauen wir gerade mal. Und ein Lichterbaum, der da so ganz unschön auf dem Boden liegt. Dadurch haben wir hier natürlich auch wieder was geschaltet oder abgehakt. Ehrlich gesagt, abgehakt. 18 Stück. Naja, aber auch Bäume müssen wir beschmücken. 2 Festkarusselle einschalten. Das heißt, wir müssen hier erstmal Lichterketten abgreifen. Die Gott sei Dank auch keine Energie kosten. Wenn wir sie einsammeln, dann machen wir doch mal gerade die Karusselle einschalten. Da hüpft aber auch gut Zeug noch raus. Auch Energie, also lohnt sich schon, ne, das Ganze. Dadurch haben wir jetzt auch, also 20 von diesen Joghurts, das ist schon ganz gut. Haben wir hier, okay, dann sammeln wir jetzt mal diese ganzen Lichterketten ein, weil die brauchen wir ja alle. Für die Deko, die wir da noch schmücken sollen. Zumindest so weit, wie es hier sichtbar ist. Ich weiß nicht, ob das ein oder andere doch noch irgendwo hinter einem Busch versteckt ist. Das ist hier nämlich ganz, ganz gut verteilt. Und dann haben wir hier natürlich unsere Rentiere. Ich glaube, wir haben alle gefunden. 3 fehlen noch. 3 können wir einschalten. Nummer 1. Dann ist hier hinten 1. Und. Wo ist das letzte? Wahrscheinlich da hinten. Ja, hinter diesem Baum. Ist auch noch 1. Damit haben wir auch unsere Location-Aufgabe gelöst. Die winzigen Lichter der Rentiere strahlten und verwandelten den Park in einen märchenhaften Ort. Fasziniert von ihrer lebendigen Schönheit, hielten wir den Atem an. Ja, und davor steht auch gleich so ein, den können wir auch noch nehmen, so ein Baum, den wir schmücken sollen. Eigentlich blöd, dass das übereinander ist. Weil dann sieht man ja gar nicht hier hinten das Rentier so richtig, weil da der Baum davor ist. Hier sitzt eine Puppe mit Topf, hier können wir was kochen. Energiefood, sehr schön. Für Milch und Münzen und Wasser und Zucchini und rote Beete und ja, das machen wir. Das ist super. Das holen wir uns dann auch bei Zeiten. Das ist sehr schön. Und dann können wir mal hier Bäume noch schick machen. Und Spielzeug schmücken. Boah, das sieht sehr hübsch aus. Aha. Den hier können wir schmücken. Ah, hier an den Bänken. Ja, ich sag ja, wenn man das alles abräumt, dann sieht das wahrscheinlich richtig hübsch aus mit den Bänkchen und so. Da neben den Bänkchen. Jetzt bin ich echt gespannt, ob wir alle Deko gefunden haben, also alle Lichterketten. Da ist noch ein Tierchen und ein Baum. So, was haben wir noch? Hier ist noch so eine Kiste für unseren Gabentisch. Da ist noch einer.
Gucken wir mal durch. Hier hinten sehe ich jetzt gerade nichts mehr. Da ist noch ein Tierchen. Hier ist noch eine Kiste. Mit einem Tierchen nebendran. Da ist noch ein Baum. Da auch. Und hier auch. Bin gespannt, wann die Deko ausgeht. Ich rechne irgendwie damit, dass wir noch nicht alles gefunden haben. So. Hier sieht es ja auch schon sehr schön aus. Okay, gucken wir mal. Hier ist da noch irgendwo. Da ist noch ein Dekobaum. Dahinter auch. Wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben alle Aufgaben. Es fehlt jetzt nur noch, es fehlen nur noch zwei Eisschlösser. Aber die sind ja hier nirgends. Ne? Die müssten ja dann komplett woanders sein, oder? Haben wir irgendwas übersehen? Nö. Irgendein Geschwurbel, was wir nicht angeklickt haben? Also so ein Schneehaufen oder so? Sehe ich jetzt nicht. Und hier haben wir eigentlich auch alles. Ist es denn nicht auf dieser Map oder habe ich es tatsächlich übersehen? Also ich meine, es könnten ja so kleine, so Türmchen sein wie hier. Das wäre natürlich möglich, weil ich finde es jetzt komisch. Fände es jetzt komisch, wenn die genau diese zwei Eisschlösser nicht auf dieser Map noch fertigzustellen wären. Wobei es gibt hier noch andersartige, ne? Solche? So eins haben wir noch nicht. Ja, mal gucken, vielleicht stolper ich noch drüber. Ich meine, das sind ja alles nur so komische Felsblöcke. Also dieses Design habe ich auch noch nirgends gesehen. Das ist jetzt hier für mich auch neu. Ich weiß nicht, ob es das früher schon mal irgendwo gegeben hat. Ah, ich glaube, gibt es jetzt in der Richtung eigentlich nichts. Jetzt stelle ich mal meine Arbeiterhäuschen noch hier schön nebeneinander auf, damit wir die alle beisammen haben. Ich habe auch noch keine 2000 jetzt zusammen. An, damit wir hier unsere Fabrik schon mal ein bisschen aufhübschen können. Oh, die passen gar nicht alle nebeneinander, sehe ich gerade. Weil da, ich glaube, der Schlitten im Weg. Ja. Und hier sieht es auch hübsch aus. Gut. Dann müssen wir hier zwei noch eine Aufgabe geben. Die haben noch gar keinen Job. Haben wir denn noch was frei? Ich glaube, das hier wird noch nicht bearbeitet. Und das da unten. Da haben wir noch ein Geschenkchen übersehen. Guck mal da. Ja, super. Hm? Gucke ich doch gerade noch nach irgendwelchen Baustellen für Luftschlösser, Schneeschlösser, aber ich sehe nichts. Ich sehe nichts, also, ich denke mal, die kommen noch. Gut, dann hätten wir die erste Map quasi komplett erschlossen. Jetzt, wenn wir hier reinschauen, ich habe jetzt 1125. Da wir jetzt hier alles freigeräumt haben, können wir hier natürlich jetzt schalten und walten. Wir brauchen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also immer 40 Energie, um einmal komplett die wieder einsatzfähig zu machen. Aber das ist eigentlich kein Problem, das passt. Sehr schön, freut mich. Dann haben wir das nämlich durch. Ich werde euch dann nach und nach zwischen den Quests selbst natürlich auch immer zeigen, wie es hier mit der Fabrik weitergeht, auch vom Aussehen her, wenn wir die dann aufbauen. Was haben wir denn da? Wir brauchen, ja okay, immer 2000er Schritte. Na, hier hinten sind es 3000er Schritte. Okay. Aber ich denke, das geht jetzt fix mit den ganzen Dingern. Geht es richtig fix. Gut, dann geht's doch morgen erst richtig mit der Story weiter. Das ist ganz gut, dann habe ich nämlich jetzt auch noch ein bisschen Zeit, um wieder Energie zu
backen. Und dann zügig mit der Story weiterzumachen. Ich suche immer noch die Stellen, wo wir vielleicht noch irgendwo diese Eisschlösser bauen können, aber ich sehe gerade echt nichts. Ja, auch da berichte ich euch, wenn ich da noch was finden sollte. Und wir sehen uns morgen wieder. Bleibt gesund und munter. Genießt die Weihnachtszeit. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.